Ja, servus, liebe Kinder, Dora. Schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ihr seht es schon an meiner Kopfbedeckung. Heute wird es etwas ähnlich. Jawohl. Heute gehen wir aufs flache Land. Seit dem Bauernprotest, Entschuldigung, nicht Bauernprotesten, auch nicht Trecker-Taliban, darf man sagen, sondern seit den Protesten der Landwirte. Seit den Protesten der Landwirte kennt sie jeder. Na was wohl, denkt man nach. Nein, ich meine jetzt nicht an die Ampeln, die vorne am Galgen hängen. Nein, es gibt ja Gerüchte, die sagen, das Tier des Jahres 2024 wird der Galgenvogel. Aber das lassen wir jetzt mal hingestellt. Nein, seit den Protesten der Landwirte kennt sie jeder. Die klassische Mistgabel. Bap, schon wieder der nächste Ausrutscher. Mistgabel darf man nicht mehr sagen. Wirklich so. Es heißt, mittlerweile soll nachgesehen, in einem Prospekt von einem Baumarkt hieß es dort Dunggabel oder Dungforke, aber nicht mehr Mistgabel. Ja, wir wollen uns heute mit den Kindern sowas basteln. Eine Heuforke, sagt man auch, oder Heugabel. Der Unterschied von der Heuforke oder Heugabel zur Dunggabel oder auch Mistgabel genannt ist der, die Krümmung und dass die Mistgabel, also die Dunggabel, mehr Zähne, mehr Zinken hat als die Heuforke. Die könnt ihr toll brauchen, wenn ihr mit den Kindern wandern geht, im Wald, wenn ihr spazieren seid, dann können die damit Sachen zusammenkratzen, Häufchen machen damit, Laubhaufen und so weiter und so fort, sind beschäftigt und ihr habt euren Frieden. Das ist schon mal das Tolle an so einer Heugabel oder Heuforke. Das nächste ist, ihr habt was zum Basteln mit den Kindern, die freuen sich drüber und das Ganze ist recht schön gemacht. Also, was brauchen wir eigentlich? Nur zwei Sachen, nämlich ein Taschenmesser oder Multitool mit Säge und Klinge und eben eine Astgabel. Aus denen wurden am frühesten die Heugabeln wirklich hergestellt. So, was mir noch wichtig ist, wir werden die Heugabel oder Heuforke vorne nicht anspitzen. Mit anspitzen meine ich, dass wir die wie ein Bleistift zuspitzen wegen der Verletzungsgefahr, sondern wir werden sie abflachen, damit die Kinder damit besser arbeiten können. So, und was wir jetzt machen ist, zuerst mal die beiden Zinken hier vorne auf ungefähr die gleiche Länge bringen und dann zeigt sie jetzt schon mal, wie gut die Säge von unserem Taschenmesser oder Multitool ist. Ja, hier geht jetzt ordentlich was weg. Ne? So, ja genau, was immer wichtig ist, bevor wir schnitzen, ein paar grundlegende Dinge. Schnitzen nur im Sitzen. Also ich habe das schon mal gesehen, dann gibt es so coole Papas, die gehen dann mit den Kindern dahin, gehen und schnitzen. Das ist nicht gut. Also ihr könnt dabei stolpern, rammt euch dann im schlimmsten Fall das Messer selbst rein oder jemand anderen. Deswegen nur, wenn wir sitzen, tun wir auch schnitzen. Dann wollen wir einen gewissen Abstand halten. Jeweils mindestens eine Armlänge. Nach vorn, nach hinten. Ja. Dann das nächste, was auch ist, wir versuchen immer nach vorne zu schnitzen. Also nicht so zu uns. Warum? Wenn wir abrutschen, können wir uns richtig schön selbst die Klinge reinrahmen. Das wollen wir nicht. Sondern wir schnitzen, wenn es geht, immer in eine Richtung. Nämlich nach vorne. So, und ich tue jetzt hier von unserer Heuforke, von unserer Heugabel, wie gesagt, die Spitzen abschnitzen. Also, ich habe schon gerade gesagt, ich werde sie nicht anspitzen, einfach damit die Kinder sich nicht verletzen, aber ich tue hier von unserer Heugabel, von unserer Heuforke das Ganze abflachen, damit die Kinder da leichter arbeiten können. Und ihr seht selber, hier dürft ihr jetzt mal richtig Druck auf die Klinge bringen. Das ist erwünscht, das wollen wir so. Aber wie gesagt, ich mache jetzt bewusst keine Spitze, um hier, und jetzt seht ihr mal hier den Unterschied, also hier haben wir das abgeflacht, das heißt, wenn jetzt die Kinder was da hochhebeln wollen, da geht das jetzt einfach, ich habe es nicht im angespitzt und hier sehen wir das Ganze im Originalzustand. Ja,
Und wir haben ja zwei Zinken, der will kann auch einen dritten mit, einen vierten, einen fünften, einen sechsten mit reinbauen. Obwohl, dann ist ja schon wieder eine Dungabel. Ja, haben wir ja gelernt. Also, wie gesagt, bei der Mistgabel dürfen wir nicht mehr sagen. Gottes Willen. Zu negativ. Genauso Bauern darf man alle sagen, sondern Landwirte oder Agrarökonomen oder was ich was. Keine Ahnung. So, und auch hier wieder vom Körper wegarbeiten. Rückseiten hier. Ja, na, da fängt ein bisschen was. So, ja. Genau, was wichtig ist, auch noch eine tolle Regel zum Schnitzen mit den Kindern. Die Späne übrigens, die werfen wir nicht weg, die heben wir auf. Die sind schön trocken, da kann man damit ganz, ganz toll Feuer entfachen. Also auf die passen wir auf. Wenn ihr das Werkzeug nicht braucht, zuklappen, weglegen und es besteht keine Gefahr. Dasselbe ist, ich als Brillenträger, man will sich die Brille zurechtdrucken, hat das Messer in der Hand, greift selber hin und aua, das kann ins Auge gehen. Deswegen, wenn es euch an der Nase juckt oder die Brille gerade geruckt werden muss, erst das Messer zusammenklappen, weglegen und dann könnt ihr wieder weiterschnitzen. Okay? Also bitte euch und den Kindern das angewöhnen, immer erstmal das Werkzeug zusammenklappen, weglegen und weiter geht's wieder. So, ja, weiter geht's wieder mit unserer Heugabel, Heuforke. Wir schauen uns jetzt mal den Stiel an, ob wir hier ein bisschen was ausbessern müssen. Hier zum Beispiel steht noch ein kleiner Ast weg. Den entfernen wir. So, jetzt kommen wir zum Ende. Alles hat ein Ende, den Ruhrstadtsaal, der Stefan Remmler gezogen. Ja, den können wir natürlich nur schöner machen, oder? Würde ich sagen, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir den rund hinbekommen. Also, die eine seht ihr selber. Ich drehe das Holz und schneide dabei gleichzeitig mit dem Messer. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ich schneide immer an der Kante und drehe dabei das Holz wenige Millimeter weiter. Ja, und so entsteht dann langsam, aber sicher eine Halbkugel unten dran. Oder wie gesagt, für alle, die es schneller haben wollen, so geht es auch. Immer schön an der Kante entlang. Dann funktioniert das auch ganz toll. Den können die Kinder jetzt auch ganz super als Wanderstock hernehmen. Und wie gesagt, dabei im Wald Zweige, Laub, Gräser, Reisig, was sonst so rumliegt, Tannenreisig, wohl Tannen gibt es ja mittlerweile so gut wie keine mehr, könnt ihr dann alles schön zusammenkratzen. Mit unserer Heu- oder Heugabel oder Heuforke, wie immer das nennen wollt. Ich sehe gerade hier vorne, der Zinken hier ist deutlich dicker als der andere. Da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern. Und wie gesagt, was wir jetzt hier machen, das könnt ihr mit den Kindern das Schnitzen draußen im Wald machen. Warum? Großer Vorteil für euch, ihr müsst nicht die Späne groß aufräumen, ihr schimpft euch niemand, sondern das bleibt im Wald, das verrottet dann, das ist schließlich gutes Material. Also wie gesagt, bewusst habe ich jetzt hier nicht die Spitzen angespitzt, rund gespitzt, weil einfach sonst Verletzungsgefahr besteht. Das wollen wir schließlich nicht. Ja, was wir jetzt so tun können, wenn die Kinder Lust drauf haben, und das haben sie meistens, ihr könnt jetzt hier diese Gabel, diese Holzforke noch verschönern, indem ihr zum Beispiel jetzt ein Herzl reinritzen, wenn also die Rinde noch dran ist. So, dann machen wir das jetzt mal so da. Und dann entfernen wir vorsichtig hier die Rinde. Ihr könnt auch den Namen vom Kind reinritzen. Also ganz wie ihr lustig seid oder ich liebe Landwirtschaft. Ganz egal, auf jeden Fall die Kinder
haben ihr Spaß dabei, wenn sie das ihr Werkzeug auch noch verschönern können. So. Ja, und ihr lernt dabei auch noch die verschiedenen Schichten der Rinde kennen. Das ist im Endeffekt fast, grob gesagt, so ein Aufbau wie bei der menschlichen Haut, wo man unterschiedliche Deckschichten hat. So, und auch jetzt wieder, wie schon gelernt, genau, weg damit. So, da haben wir jetzt nur schön das Herzl. Und wie gesagt, den Namen kann man sich auch noch reinritzen. Also, ganz wie ihr wollt, auf jeden Fall mit dieser Heuforke könnt ihr jetzt oder die Kinder schon zum Arbeiten anfangen. Wichtig ist eben, dass ihr so eine schöne, massive Gabel, Gott, wie die hier, die wählt wirklich was aus, findet und entsprechend auch hernimmt. Ja, und schon ist das Abenteuer für die Kinder garantiert. Die haben auch wirklich garantierte Freude dabei, wenn sie mit dem Ding durch den Wald oder durch den Park spazieren können und dabei schön aufräumen. Macht ja so viel Sinn. Ja, meine Lieben, fertig sind wir wieder mit unserem Outdoor-Handwerk, unseren ländlichen. Weitere tolle Bastelideen, Tourentipps, Outdoor-Art, Landart, was haben wir noch alles? Kochrezepte, Spiele, Outdoor-Tests findet ihr auf kinderoutdoor.de. Und ihr seht auch selber, wir machen unsere Sachen wirklich selbst. Wir sind da vor Ort, wir machen die Fotos für euch. Und auch hier habt ihr gesehen, ich schnitze wirklich mit euch. Also das ist alles keine Zeichnung und irgendwelche Fakes, die man sich da bei Fotostock zusammensucht, sondern wir machen unsere Sachen noch selbst und wir bleiben auch dabei. Ja, dann schaut wieder rein auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne abonnieren, gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen und zwar am besten draußen. Macht es gut bis dahin, pfiat euch, servus, euer Uli und schaltet das blöde Internet aus.